Hi, Whiskey Jason hier. Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners an Unboxing Time. Yay! Also, ich habe hier zum St. Patrick's Day oder St. Patrick's Day habe ich eine Livestream gemacht mit Hagen und Patrick, da von Whiskey Graphie. Und dort hatten wir dann auch eine Black Corby Boyne gehabt. Und das fand ich so toll, dass ich gesagt habe, auch nein, ich will Flaschen kaufen, aber ich finde sie nicht. Und danke Norman, Whiskey Bubbler, der hat mir einen Tipp gegeben, nämlich Whiskey for Life. Das ist in Frankfurt, das ist Frank Jäger. Er hat tatsächlich ein paar Flaschen gehabt. Und ich habe hier tatsächlich was gekauft. Ein Sample umsonst, ein Michel Cuvert Overaged. Habe ich schon gehabt, aber ist alles gut. Ich finde es trotzdem eine tolle, tolle Geste denn da. Und jetzt habe ich hier eine Flasche. Ich muss sehen, ich habe zwei gekauft. Nämlich eine, den ich schon mal hatte und eine, den ich hier probieren wollte. Das ist der Black Corby Boyne 2001. Und jetzt muss ich hier meine Peanuts hier zur Seite schieben. Und da werde ich die andere Flasche rausholen, denn ich wollte eigentlich nur für die Kamera Nummer 5 hier haben. Und das ist die hier. 50-50 waren meine Chancen, das hier rauszuholen. Richtig. Und so von daher, diese Flasche verschwindet. Den habe ich schon mal online verkostet. Aus Sample, danke nochmal dafür, Hagen. Aber jetzt habe ich dann tatsächlich Black Corby Boyne Nummer 5. Und das war die letzte davon. Das wurde 14 Jahre alt, tatsächlich hier, ist alt geworden. Und das war jetzt hier, das steht hier drauf. Ich muss so gleich hier auch mitlesen. Das wurde, so, Fassnummer 10817. Oh, kein richtiges Korken, Moment. Das wurde distilliert, steht auch mit auf der Flasche drauf. 18. September 2001, cool. Und dann wurde es abgefüllt, auch am 17. November 2015. Und das habe ich jetzt hier, ist Flasche Nummer 263 von insgesamt 295. Und das hat 58,8%. Das heißt, ein bisschen Wasser kommt dann gleich rein. Und das wurde tatsächlich in ein Refill Sherry-Fass die gesamte 14 Jahre denn da gereift. Uns wird nicht gesagt, ob es der First Fill, Second Fill oder was auch immer. Also ich habe hier gefunden, dass es einfach nur ein Refill ist und das waren diese 14 Jahre. Kostet 69 Euro und ist, wie ich sagte, eine von 295 Flaschen. So, Only finest distillates in exclusive and limited bottling. Black Corby ist der Hausmarke dann vom Kasper, also am Rolf Kasper dort in Düsseldorf wie auch in Essen. Und leider hat mir auch der neue Besitzer, der Thilo, auch erzählt, dass es nie wieder ein Black Corby Boyne geben wird. Denn Thieling verkauft keine Fässer mehr, sondern macht seine eigenen Abfüllungen. Und ich muss ehrlich sagen, dass diese Nummer jetzt hier, dieses 10817, erinnert mich sehr stark an eine Sherry Single Cast, den ich vom Thieling hatte. Also von daher, ich glaube, es war 10815. Ob das ein Schwesterfass war, würde ich vermuten. Ich hoffe, dass der besser schmeckt als der vom Thieling, aber werden wir hier gleich sehen. Meine Nase sagt, sehr, sehr schön. Also das ist, oh, wow, ich krieg Leder, ich krieg Orangenschale, ich krieg Sherry, also eine richtig dunkle Sherry-Note und ich krieg ein kleines bisschen auch wie Johannisbeeren dabei, auch richtig gut. Also, ja, das ist nur auf Englisch und auf Deutsch denn da, das ist nicht wichtig, was da ist. Jo, leider, leider, leider.
Also gibt es diese Abfüllungsreihe aus England nicht mehr. Allerdings Black Corby gibt es von denen super schöne Einzelfassabfüllungen von Bowmore und von was auch der Laden. Also das sind bestimmt 20 verschiedene andere Distillerien, die Black Corby schon da auch mit hat. Also das, was der Rolf Kasper GmbH dort aussucht, ist gutes Zeug. Also wenn man es bekommen kann, bitte, bitte, bitte unbedingt da schauen. Ich nippe, kommt ein bisschen Wasser rein und dann werde ich es nochmal beschreiben. Einen Moment. Ist es zu stark? Bist du zu schwach? Wow. Also ich mache gerne hier Irish Whiskey mit Fassstärke. Also Batch 3 hier von Black Rock, das ist der Haus Whisky, wenn man so sagen darf, da eigene Abfüllung hier von www.irish-whiskies mit dem S bitte und EY.de von Mareike Spitzer. Also auch sehr, sehr gut. Hier habe ich zum Beispiel der Flasche Nummer 52 von 228. Und hier habe ich jetzt einfach mal die Flaschennummer, wie ich sagte, 263 von 295. So nicht ganz so viel Verdunstung da gewesen. Gut, ich habe es runter. Ich versuche meine 48, 49 irgendwo zu treffen. Oh, auch in der Nase, sehr, sehr schön. Ich liebe einen guten, richtig fassstarken Irish Whiskey. Ein Hauch verdünnt. Welche Assoziation habe ich? Toffifee? Zuckerwatte? Johannisbeeren? Rote Grütze? Gehört sowieso dazu. Auch da kommt ein bisschen diesen tropischen Moment da auch dadurch. Ein bisschen auch dein Wassermelone, wie hin zu einem Haufen Ananas und auch ein bisschen Mango auch dazu. Oh, ich habe es gehabt, was wesentlich mehr ist, aber das ist schön. Aber diese rote Grütze ist schon ein stark dominierender Faktor. Vanille. Also ich nehme stark an, dass sie denn dort eine Sherry Refill Butt genommen haben, in dem wahrscheinlich europäische Eiche war. Mein Gefühl sagt mir, das ist schon eine Second oder Third, also ich würde sagen eine dritte. Also, na, ein zweites Mal benutzt. Also, okay, wir haben First Fill, Second Fill, Third Fill. Ja, genau, ein drittes Mal. Also, wenn ich nochmal George Grant von Glenfarclas zitieren darf, seine Fässern, die besten Fässern, die er hat, sind immer Second Fill. Also, der erste Reifung von Whisky in Sherry, neuen Sherry-Fässern ist immer ein bisschen zu intensiv. Aber wenn man es ein bisschen länger drin lassen möchte, 21 Jahre zum Beispiel, ist denn da diesen Second Fill perfekt. Und der wurde 14 Jahre jetzt hier in eine Sherry Butt gereift, nicht nur gefinisht gereift. Und von daher ist das eine richtig gute Sache. Oh, viel Vanille, viel, ein bisschen auch Pfefferminz, ja. Yeah. Okay. Okay, jetzt habe ich echt mein Problem hier. Kann ich den tatsächlich in 1 Minus geben? Ich vermute, und das ist jetzt hier meine Vermutung, meine Vermutung sagt mir, dass die 4 wesentlich besser geschmeckt hat als Nummer 5. Und deshalb werde ich auch diese Flasche hier aufmachen und wird sowieso beiden Flaschenteilungen jetzt hier hoffentlich relativ schnell leider weggehen. Ich werde für mich wahrscheinlich 10% oder 10 cl hier für mich behalten. Jo. Ah, jetzt habe ich hier. Guck mal, wie nass der ist. Okay. So, hier haben wir. Ups, ich mache den Korken am besten noch rein, bevor ich irgendwas ausschenke. Hier habe ich dann Flaschen Nummer 88 von 221. Hier haben wir 57,1%. Das ist auch der Fass Nummer 152.
83, und das wurde destilliert auch 2001, wurde auch abgefüllt in 2013. Das heißt, der ist nicht ganz so alt, der ist nur 12 Jahre alt, der ist 14 Jahre alt. Also ich muss auch noch hier ein bisschen davon hier reintun, damit ich hier das richtig auch vergleichen kann. Beide bekommen ein bisschen Wasser, denn ich weiß jetzt schon, dass ich zu schwach bin dafür. Also 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Und gut. So. Und der ist besser. Der 4, also der 2001, der Boyne Refill Sherry ist in der Nase besser. Und jetzt hier am Mund erstmal. Wow. Wow. Oh, am Ende. Das sind Explosionen vom Leder-Sherry-Momente. Oh, ist da gut. Diese 5 kommt gar nicht dran, sorry. Also keine Ahnung, wer Nummer 5 ausgewählt hat, aber der ist 20 bis 30% minderwertiger. Mehr Fass, mehr Holz, bisschen mehr Bitterkeit, ein bisschen mehr dieser Tannin. Ja, am Ende kommt eine. Dieses hier war perfekt. Da war absolut mit diesen 12 Jahren ein Zenit erreicht. Und ab da baut er ein bisschen ab, muss ich sagen. Also auch farblich. Also ich weiß es nicht. Also ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen sehen hier. Ne, ich konnte gar nicht so sehen. Ich muss auch was hier halten. Also schaue ich mal, ob ich das hinkriege. Aber hoffentlich merkt ihr, das ist dunkler hier als das. Also das ist 14 Jahre alt, das ist 12 Jahre alt und dennoch war der Sherry-Fass, in dem das hier war, besser. Also er hat mehr hergegeben. Und das könnte jetzt hier sein, dass das tatsächlich dieses Second Fill. Was steht hier drauf? Da steht nur Refill Sherry, mehr nicht. Und da steht tatsächlich auch Refill Sherry. Auf der Rückseite steht irgendwas anderes hier. Also steht 75 € hat das hier gekostet. Also die dunkle Seite echten Single Malt Whiskys. Jo, oh, wow, der Nummer, das 2001 von Boyne ist wirklich, wirklich, wirklich super schön. Also der kriegt eindeutig seine 1 bis zu 1 minus. Also fast ein 1 gebe ich den. Der ist auch wow. Auch in der Nase. Ich bleibe einfach auf der sicheren Seite. Ich sage 1 minus. Eine der allerbesten Irish Whiskys, die ich jemals geschmeckt habe oder probiert habe. Ausgenommen mein Redbreast 21. Nun der Nummer 5. Ein solide 2 bis 2 plus. Aber der ist nicht so gut. Also dieses Alter hat ihm nicht unbedingt wirklich gut getan, aus meiner Sicht. Wow. Ja, der Pass ist. Der Fasscharakter ist stärker. Da ist ein bisschen mehr Alter da drin. Ich glaube wirklich, diese 12 Jahre war diesen Zenit, diese Höhepunkt, diese absolut Spitzen. Und ab da baut diesen Produkt ein bisschen ab. Und deshalb sage ich mal, oh wow. Der Nummer 4, der 2001. War super, der Nummer 5. Gut, bist du gut, aber nicht sehr gut. So, Preis-Leistung, wie ich sagte, 69 € hierfür, 75 € dafür. Also die 6 € mehr, wenn man die Flasche noch findet. Whiskey for Life, also in Frankfurt, kann ich sehr empfehlen. Ganz, ganz gute Sache. Schauen wir mal. Ja, hier gebe ich wahrscheinlich eher ein 2 Preis-Leistung. Also, Mareikes kosten 100 € mittlerweile für ihre Fassstärke. Und das war noch 75 €. Von daher, Und das war jetzt hier, wie ich sagte, 69. Der kriegt man immer noch auch bei Whisky Hort. Auch den Oberhausen. Whisky for Life hat den auch noch, den Nummer 5. Da gab es nur diese 295 Flaschen. Und ein paar davon sind noch schwirrend herum. Da waren auch nur 221 Flaschen. Also das macht auch einen Unterschied vielleicht aus, was die Engeln da geklaut haben. Der wurde ein bisschen niedriger. Und das, ach,
keine Ahnung. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass diese Fass hier nicht optimale Bedingungen hatte. Diese hatte perfekte Bedingungen. So, Whiskey Jason, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Meine Frage an euch, ich glaube, ich habe sie schon mal gestellt. Welche Fassstärke Irish Whiskey gefällt ihr am besten? Und ich habe früher auch gesagt, jetzt hier, es war Blade and Stuff, eine neue Distillerie dort oben in Irland. Habe ich die Flasche da griffbereit? Nein. Es gibt nicht so viele Fassstärken vom Irish Whiskey. Black Rock hier ist ganz gut, aber dieses Boyne 2001, das ist meine Liebling. Was ist deine Fassstärke aus Irland, deine Liebling-Whisky? Natürlich kannst du einfach mal sagen, Redbreast 12 Jahre alt Castrick. Das kommt auf Platz 4, glaube ich, bei mir. Da könnte ich noch drei andere nennen, die besser sind. Aber auch das ist eine geniale Whisky für den Preis. So, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Liken, abonnieren, auf meiner Sample-Liste schauen, wie auch bei Amazon immer wieder. Und wir sehen uns morgen. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Ciao.